Hallo ihr Lieben, ich bin Brigitte von Brigitte Stempelstelle und ich zeige euch heute zum ersten Mal was mit dem Punchboard für Tüten. Das sieht so aus. Das könnt ihr über mich bestellen, das ist auch von Stamping Up. Wenn ihr Sachen über mich bestellen wollt, dann schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info@stempelstelle.de. Und zurzeit ist auch die Celebration, das heißt, ihr könnt euch pro 60 Euro Bestellwert zum Beispiel Gratisartikel aussuchen. Unter anderem auch dieses tolle Designerpapier. Passt ganz toll zu den Flaschen aus dem Frühjahr-Sommer-Katalog. Und zwar nennt sich das Designerpapier einfach spritzig. Und daraus ist auch dieses schöne Stück. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das lauter Flaschen sind. Und auf der Rückseite ist so ein bisschen Geschnorkel. Und mit diesem Designerpapier habe ich diese Tüten gemacht. Das Tolle an den Tüten ist, also das sind so kleine Goodies, die bei mir zu der Sammelbestellungspakete mit reingehen, die ich nicht direkt verschicken lasse, also die erstmal über mich kommen. Da kommt immer noch ein bisschen ein Goodie rein. Und aus dem Reststück habe ich hier auch so eine Verpackung oder halt eine Banderole für Merci gemacht. Und wie ich diese Tüten hier gemacht habe, vor allem auch mit diesem Label dazu, das zeige ich euch jetzt in dem kommenden Video. Für diese schnelle Tüte hier braucht ihr nichts weiter als das Designerpapier und irgendeine schöne Kordel. Ich habe hier dann auch noch ein Label drauf gemacht mit dem Stempelset Populär. Das ist sehr vielseitig, das hat ja auch so Bordüren und ich finde, es ist so ein süßer kleines Stempel von mir für dich, das passt doch immer. Es ist sogar ein Geburtstagsstempel dabei und es ist zurzeit eins meiner Lieblingssets. Ihr braucht außerdem noch das Limette-Stempelkissen, dann noch ein schwarzes Stempelkissen, ich habe hier das Memento, dann habe ich noch diese Stanze hier verwendet. Ihr könnt aber auch jede andere Labelstanze nehmen oder ihr nehmt auch nur diese neue Wellenkreisstanze, die es gibt von Stamping Up. Das geht genauso. Dann braucht ihr ein Papier mit den Maßen 25,4 cm mal 15,5 cm oder auch 6 Inch, so könnt ihr es auch machen. Aber 15,5 cm passt auf alle Fälle auch. Das Giftbag Punchboard hat hier so ein Falzbein dabei. Das ist praktisch, das schiebt man hier rein und dann ist es aufgeräumt. Und was ganz praktisch ist, es steht hier gleich dran in Zentimetern und in Inch, wie groß euer Papier sein muss. Zum Beispiel, es gibt ja die verschiedenen Größen und zwar ist es S, M und L und hier steht ganz genau dran, wenn ihr die S-Tüte machen wollt, wie wir sie gerade machen, dann muss euer Papier 10 Zoll oder 25,4 cm lang sein und so hoch wie ihr es hier habt, so hoch bis auf den Boden, den müsst ihr abziehen, so hoch wird dann eure Tüte. Also, und dann legt ihr das Papier bei der Startline an, so dass es hier schön anliegt, ein bisschen gerade anliegt. Und es ist so, das Papier, das jetzt beim Falzen vor euch liegt, das ist auch nachher außen. Habe ich überlegen müssen. Und hier ist oben. Das ist die Oberseite. Ihr bearbeitet hier unten den Boden eurer Tüte. Das ist wichtig, wenn ihr ein Papier habt, das oben und unten habt. Bei den Flaschen ist es ja ziemlich egal, die sind kreuz und quer. Aber wenn ihr ein Papier habt, wo ihr eigentlich nicht wollt, dass es auf dem Kopf steht, wäre es wichtig, dass es praktisch für euch, wenn ihr jetzt das Punchboard so vor euch habt, auf dem Kopf steht. So, also dann legen wir das Papier an der Startlinie an. So passt es besser. Und dann punchen wir mal. Jetzt hoffe ich echt, dass das Video nicht zu arg wackelt.
Und es ist auch hier beschrieben, wie ihr es machen müsst. Aber das lest ihr euch in Ruhe mal durch. Und dann seht ihr schon. Also es wird als erstes hier angelegt, dann gepanscht. Und dann zieht ihr hier bei S eine Falzlinie zu euch und die horizontale Linie wird auch gefalzt. Und dann nimmt ihr das Papier nochmal ein Stückchen zurück und falzt nochmal horizontal. Sonst fehlt euch das hier vorne. Gut, und dann rückt ihr weiter, bis ihr diese Linie, die ihr gerade bei S gemacht habt, hier an eurer Nase von dem Falzteil anlegen habt. Dann wird nochmal gepanscht. Und jetzt kommt das Seitenstück. Und das heißt, dann müsst ihr hier eine Spitze machen, hier eine Spitze und hier runterziehen. Und dann noch hier. Und dann natürlich auch wieder die Horizontale entlang ziehen. Jetzt legen wir wieder die nächste Längskante und zwar vom Seitenteil hier vorne an. Wird wieder gepanscht. Halt. Und jetzt wird die Horizontale wieder gezogen und die S-Linie. Weil wir machen ja eine S-Tüte. Dann kommt es wieder hier rüber und jetzt kommt das andere Seitenteil. Deswegen mache ich jetzt wieder diese Spitze. Ziehe hier runter, die Spitze zu mir und die Horizontale. Und jetzt habe ich vergessen, die eine Kante noch zu ziehen. Das ist gar kein Problem, das kann ich noch. So. Und das hier ist dann nachher meine Klebelasche. Hier lege ich es auch nochmal an, dass ich hier oben den Boden noch schön abrund. So müsste das jetzt bei euch aussehen. Und jetzt können wir hier diese Klebelasche abschneiden. Und jetzt ist es so, dass meine Tüte ja hier oben diese Löcher hat. Und die kann man auch ganz toll mit diesem Geschenktütenboard machen. Und zwar nehme ich jetzt mein Papier andersrum und lege immer hier an der Nase diese Kanten an. Also erstmal die Anfangskante, dann diese seitliche Kante, dann die nächste seitliche Kante, die vordere und dann noch die Schlusskante. Dann müsste es bei euch so aussehen. Jetzt kann ich das Giftboard wegtun. Das Falzbein können wir noch benutzen, um die Linie nachzufalzen. Aber dazu habe ich ja mein weißes Falzbein. Und das mache ich jetzt mal kurz im Schnelllauf. Wenn ich die Tüte jetzt soweit fertig gemacht habe, mache ich mir hier noch einen Kleber hin. Und zwar nehme ich da meinen Tombow-Kleber. Und klebe die Lasche um. Da warte ich dann ein bisschen, bis das getrocknet ist. Man kann es auch noch mal mit irgendwas beschweren, dass er gut trocknet. Und nachher wird das Unterteil auch noch festgeklebt hier. Solange wir jetzt warten, bis das trocknet, können wir noch unseren Zierstreifen zuschneiden. Wenn ihr das Designerpapier jetzt nämlich so zugeschnitten habt, wie ich gesagt habe, in den Maßen, dann bleibt euch was übrig. So, ganz zu Anfang habe ich ja gesagt, ihr sollt das Papier 15,4 cm zuschneiden.
oder aus 6 Zoll. Und in der Breite hatten wir gesagt 25,4 cm. Und dann könnt ihr nämlich das Reststück hier nehmen, um die Banderole zu machen. Warum habe ich jetzt meinen Papierschneider wieder weggelegt? Keine Ahnung. So, das machen wir auch gleich auf 25,4 cm. Da möchte ich nämlich ein paar jetzt machen, weil die meine Sammelbesteller jetzt kriegen. Und dann wird das Papier gefalzt. So, könnt ihr eigentlich die ganzen Reststücke immer gut verwenden, wenn sie farblich passen zu solchen Merci-Banderolen. Und zwar ist das Papier, hat es eine Länge von 8 cm, die Banderole. Und ihr falzt es bei 1,7 cm. Dann bei 3,4 cm, bei 5,1 cm und bei 6,8 cm. Dann braucht ihr die Banderole einfach nur ein bisschen nachfalzen. Und dann kommt hier am besten Flinkfixkleber drauf. Dann könnt ihr das umklappen. Dann ist eure Banderole schon fertig. Und da passen jetzt ganz genau 2 doppelte Merci rein. So, und dann verrutschen die nicht so arg. Wer will, kann auch noch irgendeinen Spruch draufkleben oder so. Aber so habt ihr 2 Merci, die ihr ganz praktisch verschicken könnt. Und jetzt geht es mit unserer Schachtel weiter. Da wird jetzt einfach noch der Boden verklebt. Auch am besten mit dem Flüssigkleber. Da kommt hier ein Punkt hin und hier ein Punkt. Auf der anderen Seite genauso. Kann man das so umklappen. Und hier kommt auch noch ein kleiner Streifen Flüssigkleber drauf. Dann müsst ihr es ein bisschen in Form bringen, dass es rechtwinklig ist. Und was da auch immer praktisch ist, ist, wenn ihr diesen Tombow-Flüssigkleber nehmt, um das ein bisschen dann zu festigen. Das kann man dann auch ein bisschen drin stehen lassen. Dann ist das ein bisschen. Dann ist das, wird es beschwert und dann hält es nachher besser. Das lassen wir jetzt wieder auf der Seite stehen und so lange können wir ein bisschen schauen. So lange können wir ein bisschen stempeln. Oh, ein bisschen. Wie gesagt, habe ich ja das Stempelset populär verwendet. Das ist im Hauptkatalog drin. Das gehört eigentlich zu der Popcorn-Schachtel, also zu den Thin Lids. Und dann habe ich noch Reststücke von diesem Limettenpapier verwendet. Dann kann man einfach auch nur so wieder diese Stanze hier nehmen oder diese, der Name blende ich ein, den weiß ich gerade nicht auswendig, und nehme ich diesmal diese Stanze, so, dann habe ich hier limettenfarbenes Papier, dann brauche ich noch ein Reststück in Weiß, damit ich mir da noch was ausstanzen kann. Das ist natürlich flüsterweiß, so wie immer. Hier habe ich von mir für dich drauf gestempelt und ausgestanzt. Ich habe hier diesen kleinen Blätterreigen da, Hanna. Den stempel ich mir hier drauf. Den stempel ich auch mit Limette zweimal, weil ich finde, der schwache Abdruck sieht auch immer hübsch aus. Da könnt ihr, wie ihr wollt, den schwächeren oder den stärkeren Abdruck verwenden. Dann nehme ich noch mein schwarzes Stempelkissen und stempel mir diesen Spruch von mir für dich in die Mitte von diesem Blätterreigen. Und dann kann ich das nämlich mit der schönen, tollen 1/1 Zoll Wellenstanze, halt, das ist die kleine, das ist die richtige. Also die 1/3 Zoll ist es, sonst passt es nicht.
Da könnt ihr dann schön hier wellenförmig ausstanzen. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das eher schwachere oder das stärkere nehmen wollt. Dann wird es mit Dimensionals hier einfach draufgeklebt mit Abstandshaltern. Wie ihr wisst, könnt ihr sämtliche Stamping-Up-Produkte über mich bestellen. Dazu schreibt ihr mir einfach eine E-Mail an info@stempelstelle.de oder schaut auf meinem Kanal vorbei und in meiner Internetseite www.stempelstelle.de. Da sind auch immer die Produkte verlinkt oder könnt ihr über mein Kontaktformular bei mir anfragen. Wenn ihr jetzt diese Tüte soweit habt, dann faltet ihr hier einfach mit den Fingern ein bisschen rein und bringt die in Form. Auf der anderen Seite auch. So, und dann sieht es so aus. Und dann kann ich hier meine Schnur durchziehen. Hier habe ich diese schöne rosane. Die gibt es im Frühjahr-Sommer-Katalog. Die Produkte beschreibe ich ja alle auf meiner Internetseite oder hier im Video. Dann zieht ihr das hier durch. Halt, vorher kommen natürlich unsere Merci rein. So, dann kann man hier die Kordel durchziehen. Und um das hier zuzumachen, mache ich hier immer mit einem Clipser diese Tüten zu. Dann bleiben die schön zu und ich kann hier in Ruhe meine Schleife binden. Und dann kommt der Clipser wieder weg und es passt. So. Und das, was jetzt ein bisschen ausgefranst ist von der Schnur, schneide ich ab. Dann kann ich hier vorne noch mein Banner befestigen. Dieses Mal habe ich ja diese Bannerstanze verwendet. Und da werde ich jetzt auch, überlege ich gerade, könnte ich eigentlich auch anders festmachen. Aber das mache ich, glaube ich, mit den anderen. Da mache ich jetzt auch nochmal zwei Dimensionals drauf und klebe die dann auf meine Tüte. So. Und wenn ich will, könnte ich mir hier noch so Punkte drauf machen, so wie ich es bei dieser Stanze gemacht habe. Da passt es aber so schön. Ich finde fast, bei der Bannerstanze kann man es so lassen. Und schon ist meine Tütenverpackung fertig. Also dieses Designerpapier, einfach spritzig, ist ganz arg toll. Ich habe leider diese Thinlitz-Formen mit den Flaschen noch nicht. Die kommen hoffentlich diese Woche. Und wahrscheinlich gibt es dann auch bald irgendein Flaschenvideo in nächster Zeit von mir. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ganz arg über einen Daumen hoch von euch freuen. Falls ihr noch kein Abo bei mir habt, dann lasst mir doch ein Abo da, da würde ich mich auch ganz arg freuen. Und über Kommentare freue ich mich natürlich immer. Auch über negative, wenn sie konstruktiv sind und nicht nur persönlich. Alles Liebe, eure Brigitte.